Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Wir werden uns heute mit sehr, sehr vielen Dingen beschäftigen und zwar werde ich euch natürlich wie immer ein Marktupdate geben, denn es ist etwas passiert, was wir fast schon vorhergesagt haben im letzten Video. Ich werde euch aber natürlich, da wir in einer schon sehr, sehr langen bearischen Phase hier sind und in einem etwas längeren Downtrend, werde ich euch natürlich in dem Video auch sagen, was ich in diesen Zeiten mache, wie ich sehr, sehr gut durch diese Zeiten durchkomme. Und ich werde euch am Schluss, wie der Videotitel schon sagt, einen neuen Coin präsentieren, den ich ins Auge gefasst habe. Das heißt, wenn euch das Video interessiert, dann bleibt unbedingt jetzt in voller Länge dran. Wenn ihr unseren Content genießt und der euch weiterhilft, lasst einen Daumen natürlich da, gebt uns einen Kommentar in der Kommentar-Section oder beziehungsweise gebt uns euer Feedback, denn nur so können wir uns verbessern und auf eure Wünsche natürlich eingehen. Und dann darf ich schon wie immer sagen, zurücklehnen und genießen. Hallo Leute und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Blockchain Now. Für die Leute, die mich nicht kennen oder neu dabei sind, mein Name ist Alessandro und ich werde euch wie immer ein sehr, sehr ausführliches Krypto-Update-Video liefern. Und wir starten auch schon direkt beim Bitcoin-US-Dollar-Chart. Wir befinden uns auch hier am Tageschart, Leute. Wie gesagt, wird nur ein ganz, ganz kurzes, knackiges Update-Video hier werden und ich werde euch sagen, was ich einfach erwarte in den nächsten paar Tagen oder Stunden sozusagen. Und ja, wir haben im letzten Video über dieses sehr, sehr bekannte und ekelhafte McDonald's-Pattern gesprochen, also dieses M-Pattern mit der Neckline hier bei 41.560 Dollar circa. Und ich habe gesagt, dass sollten wir eben hier diese Neckline an dieser Stelle verlieren, dann ist das hier eine Chance, eine Short-Position zu öffnen. Technisches Preisziel liegt hier bei 37.900 Dollar und ihr seht es, bislang funktioniert dieser Trade sehr, sehr gut. Wir können das auch ganz, ganz kurz messen. Also alle, die diesen Trade hier genommen haben, sind ca. 7% im Gewinn, was mit einem 10er Hebel 70% Gewinn sind. Also es sieht wirklich danach aus, Leute, dass wir auf die 38.000 Dollar zugehen. Man kann natürlich, wenn man diesen Trade hier genommen hat, Profite nehmen, ist gar keine Frage. Sollte schon sehr, sehr gut funktioniert haben. Denn im letzten Video haben wir auch gesprochen, wenn wir diese Neckline nach unten hier verlassen, Leute, dann würden wir auch wieder hier die Daily EMA Ribbons nach unten verlassen, was natürlich doppelt bearish wäre. Und wenn ihr euch erinnern könnt, wir sind ja hier von den Wochen EMA Ribbons zweimal rejected worden. Das heißt, es sieht eigentlich alles danach aus, dass die Bären wieder extrem in Marktkontrolle sind. Und ich rechne persönlich damit, dass wir hier noch etwas weiter dumpen könnten. Das zweite, was mich darauf schließen lässt, dass wir vielleicht noch weiter dumpen, und zwar, ich habe das hier schon markiert, Leute, wir haben ja hier dieses Head and Shoulders Pattern gehabt, hier mit Schulter, Kopf, Schulter. Wir haben hier eine klar definierte Neckline hier unten, eine aufsteigende, so in etwa, und das technische Preisziel von diesem Head and Shoulders Pattern sind ja die 29.700 Dollar. Und das haben wir bislang noch nicht erreicht. Und ja, wer in diesem Trade drinnen ist, Leute, man kann auf jeden Fall den Stop-Loss etwas in den Profit setzen, dass man hier nicht mehr ins Risiko geht, diesen Trade ins Minus zu fahren. Man kann natürlich auch leichte Profite nehmen, aber nichtsdestotrotz würde ich in diesem Trade drinnen bleiben. Es sieht wirklich alles danach aus, dass wir noch weiter dumpen werden. Und wir kommen jetzt auch schon zum nächsten Thema, Leute, weil Short-Term will ich gar nicht so viel heute eingehen. Ihr wisst, glaube ich, im Großen und Ganzen, dass die Bären deutlich in Marktkontrolle sind. Und zwar kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Thema, Leute. Was mache ich jetzt in solchen Bärenphasen? Und zwar in solchen Bärenphasen trade ich natürlich auch. Das heißt, ich eröffne auch Short-Positionen, ganz, ganz klar. Denn mit Short-Positionen gewinnt man hier an dieser Stelle mehr Bitcoin, wenn man solche Short-Positionen nimmt. Ich trade nicht die ganze Zeit, aber immer wieder bei solchen klassischen Double-Top-Pattern oder so, bin ich natürlich auch am Start. Was mache ich weiter, Leute? Ich informiere mich, ich lese sehr, sehr viel und versuche neue, lukrative Projekte zu finden, die für mich erstens mal Sinn machen und bei denen ich denke, dass sie ein hohes Potenzial haben.
Und so ein Projekt möchte ich euch gleich direkt vorstellen. Bevor ich euch dieses Projekt vorstelle, Leute, ist es immer ganz, ganz wichtig, überhaupt für die Leute, die neu dabei sind. Unser YouTube-Kanal ist natürlich keine Finanzberatung. Ich sage euch auf unserem YouTube-Kanal immer nur das, was ich mache, das, was ich sehe. Aber es ist ganz, ganz wichtig natürlich, dass ihr euren eigenen Research betreibt. Das heißt, do your own research. Bitte liest oder lest die Artikel. Ich werde euch alle Artikel, alle Links unten in der Videobeschreibung verlinken. Das heißt, lest selber darüber nach. Erkundigt euch selber, ob dieses Projekt für euch relevant ist, ob dieses Projekt für euch Sinn macht und ob das euch auch interessiert und in euer Portfolio passt. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und dann würde ich auch schon sagen, kommen wir direkt zu dieser Vorstellung. So Leute, und zwar geht es um Cairo Finance. Ich werde euch, wie gesagt, den Link dieser Website, ich werde euch nachher noch alle anderen Links, die ich hier verwende, unten in der Videobeschreibung mitgeben. Und zwar Cairo Finance ist hier der erste deflationäre Yield-Aggregator und kurz und knapp, das Cairo-Protokoll wird eben den Nutzern einen einfachen Weg, einen einfachen automatischen Weg für einen Zinseszinseffekt über der eigenes Investment in BSC, also in der Binance Smart Chain, ausbezahlen sozusagen. Das heißt, wir wissen jetzt auch schon, dieser Token wird über die Blockchain von der Binance Smart Chain laufen und wir werden auch gleich noch auf einen Artikel gehen. Also wie gesagt, Cairo Finance nennt sich dieses Projekt. Ihr könnt hier das White Paper runterladen. Ihr habt auch direkt verlinkt den Twitter und diesen Telegram-Account. Falls ihr da interessiert seid, könnt ihr gerne natürlich vorbeischauen. Gut Leute, wir sind auch schon hier bei diesem Artikel angelangt und zwar von Yahoo Finance. Das heißt, die Reichweite dieses Projekts sollte schon sehr, sehr groß sein, denn Yahoo Finance ist natürlich eine Riesengeschichte, muss man schon sagen, überhaupt für ein neues Projekt. Und wir gehen jetzt auf die wichtigsten Dinge ein gemeinsam. Cairo Finance ist eben ein DeFi Yield Farming Aggregator, das heißt Decentralized Finance Yield Farming Aggregator und soll eben als Optimierer für die Binance Smart Chain für die Nutzer agieren. Das heißt, wir wissen eben auch schon aus der Website, dass es eben über die Binance Smart Chain Blockchain läuft. Das Cairo Protokoll wurde eben kreiert, um Nutzern einen einfachen Weg für automatische Zinseszinseffekte auf ihre Gewinne eben über die Binance Smart Chain auszuführen. Nutzer können eben ihr Krypto staken durch diesen Yield Farming Service, der über Cairo läuft und dieser Service wird eben Pools genannt, also es wird dann eben Pools über Cairo Finance geben, über die man eben staken kann und Gewinne sollten hier eben über die Binance Smart Chain ausgeführt werden. Durch diese Automatisierung dieses Aggregators auch werden die Benutzer eben diesen Zinseszinseffekt sehr gut nutzen können, weil eben sie keine komplexen Schritte mehr durchführen müssen. Das macht eben alles dieser Smart Contract automatisch und es steht hier eben auch noch Cairo will, also Cairo wird eben diesen optimalsten Weg über diesen Zinseszinseffekt und das Reinvestieren der Token durch den Smart Contract für User automatisch durchführen. Das heißt, ich gebe euch jetzt wir werden das nachher in dem Video, ich werde euch nachher noch ein Video zeigen, aber wir werden das sehen. Das heißt, wenn ich 1000 Dollar in Cairo stake, dann bekomme ich jeden Tag 1% in Return on Investments. Das heißt, ich bekomme hier am ersten Tag 10 Dollar und diese 10 Dollar gehen dann automatisch in meinen gestakten Betrag wieder hinein und das heißt, am nächsten Tag wird 1% von 1010 Dollar ausbezahlt und so geht das jeden Tag weiter und das macht hier eben das Smart Contract automatisch und das ist eben hier dieser Absatz für die Leute, die noch nicht sehr, sehr bewandert sind in diesem Thema. Und wir kommen auch noch zu den weiteren Absätzen und zwar, wir haben hier geringere Gebühren, weil Cairo eben auf Binance Smart Chain läuft und natürlich deutlich weniger Gebühren als Bitcoin und Ethereum hat. Auch noch dazu sind Tradinggebühren natürlich geringer als auf anderen dezentralen Börsen, sagen sie ja, oder anderen DeFi-Projekten. Und natürlich
anders als zentrale Börsen wie Binance oder Coinbase. Das heißt, wer Cairo verwendet, hat hundertprozentige Ownership auf ihr eigenes Krypto. Das bedeutet, jeder, der was in Cairo hat, dem gehört das auch selbst, weil es natürlich nicht auf einer zentralen Börse liegt, ganz, ganz klar. Jetzt kommen wir aber auch schon zum interessanten Part, zu dem deflationären Part, Leute. Und zwar, es gibt nur 100 oder es wird nur 100 Millionen Kairos im Umlauf geben. Das heißt, der maximale Supply sind 100 Millionen Coins. Und jetzt werden die Dinge sehr interessant. Alles, was in den Cairo Maximizer Staking Contract geht, wird geburnt, um eben auch in den Orderbooks nachher beim Trading weniger Liquidität zur Verfügung haben und natürlich um deflationär zu sein. Das heißt, Angebot und Nachfrage, Angebot wird steigen und der Supply wird runtergehen für die Leute, die das natürlich staken. Das wird natürlich bedeuten, dass wahrscheinlich der Preis steigen wird. Ich werde euch das im Video dann eben noch zeigen. Gut, Leute, ich denke, wir haben die wichtigsten Punkte hier abgearbeitet und wir werden uns auch gleich dieses Video ansehen, wie das funktioniert zum Abschluss. Und zwar, Leute, dieses Video findet man hier am offiziellen Twitter-Account von Cairo.finance. Wie gesagt, Links werdet ihr alle finden und hier kann man sich auch dieses Video reinziehen. Wir werden uns das kurz gemeinsam anschauen, um das vielleicht noch mal etwas zu verdeutlichen. The following is an excellent explanation and breakdown of Cairo Finance. You've got to understand that anything that goes into the staking contract is burned. And what it does, it takes some of the tax and puts it into a separate contract. Why? Simply to pay out people's 1% from the rewards daily. So essentially, if someone right now buys 1,000 Cairo token and puts it into the staking contract, it's gone. Now the supply has decreased. This is followed by the advantage that the volume of the order books on exchanges is going to be lower, which leads to higher prices. In the near future, we will have decentralized exchanges, NFTs, predictions, lotteries, and much more. People listen to me, $100 Cairo token would be tiny small. It's just nothing. The use cases which make up Cairo makes it scary to imagine what it is going to achieve. And one other thing. Remember Hex and SafeMoon? They're all at a $1 billion market cap. Cairo can easily be $1,000 to $5,000 project. This thing is designed to pull out coins off the circulating supply and destroy them. This is Cairo's unbeatable nature. It's simply amazing. Because this is the only staking coin that is not increasing in its circulating supply. Cairo is the exact opposite of all other crypto projects. All other coins that you stake are increasing in its total supply. That's what we call inflation. Compared to that, Cairo is deflationary and we're actually paying rewards of 1% per day. That's 365% per year. Cairo Finance is probably the best coin to dollar cost average into and stake in order to set yourself up to be a millionaire. Sign up and build a passive income. So Leute, das war auch schon das Video und zwar bin ich nicht mit allem einverstanden, das möchte ich hier noch ganz, ganz kurz klarstellen. Für mich ist dieses Projekt vielversprechend, dieses Projekt könnte auf jeden Fall Gains überhaupt langfristig abwerfen, aber man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Wenn man vor dem Release eines Coins schon von $1,000 bis $5,000 pro Coin spricht und dass man Millionär wird, Leute, passt bitte auf mit solchen Aussagen, das unterstütze ich gar nicht, also den letzten Teil dieses Videos, das möchte ich hier auch ganz klar sagen, den unterstütze ich 0,0, ja, also 0 wirklich. Das finde ich geht auch gar nicht, denn da wird wieder ein Hype entstehen von Leuten, die sich vielleicht nicht so gut auskennen und die dann böse sind, dass sie das nicht geschafft haben. Okay, das heißt mit solchen Aussagen aufpassen. Nichtsdestotrotz finde ich, dass es eventuell ein vielversprechendes Projekt ist. Natürlich gibt es beim Investieren immer Risiko. Das ist auch ganz, ganz wichtig zu verstehen, Leute. Und das war es auch schon vom heutigen Video. Ich hoffe, ich konnte euch hier etwas mit auf den Weg geben. Wie gesagt, Links findet ihr unten. Und ganz wichtig, Leute, wer unser gestriges Video verpasst hat, schaut unbedingt in unsere Playlist. Die werde ich euch nochmal hier oben verlinken. Und dann sage ich auch schon vielen, vielen Dank für euren Support. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns morgen in unserem Trading View Tutorial. Ciao.